Hi Leute, willkommen zur ersten Motorshow 2022. Ich freue mich, nach 2 Jahren Corona-Pause wieder hier zu sein. Lass uns nicht lange fackeln. Ich sehe schon die ersten Rennwagen. Ich habe richtig Bock. Lass uns reingehen. Aber wir sind jetzt schon hier in der ersten Halle und was soll ich sagen? Da schlägt mein Händlerherz so hoch. Also ich will das ganze gute Pulver jetzt nicht am Anfang direkt verschießen, aber hier sind schon solche Hochkaräter. Wir lassen uns die jetzt alle mal. Ich werde jetzt erstmal durch die Halle durchgehen, mal gucken, was ich noch erstes so zeigen möchte, aber an sich schon mal so eine Reizüberflutung, einfach der Vibe hier von der ersten Motorshow. Rennwagen, JDM, Tuning, das ist das, was ich verkörper, das ist das, was ich liebe. Und ja, laufen wir einfach mal durch. Ja, jetzt geht es weiter mit einem Auto, das die Gemüter gespalten hat. Also viele lieben es, viele hassen es. Es gibt auch so ein paar Unentschlossene. Ich sehe es zum ersten Mal live. Es geht natürlich um das neue M2 Coupé. Leute, das Internet hat getobt. Die Leute waren enttäuscht, sauer, begeistert. Da war wirklich alles mit dabei. Dieses Auto hat die Gesellschaft gespalten. Ja, also es ist schon wirklich ein komplett neues Design, wenn man den alten M2 anschaut. Man sieht, verdammt breit geworden, das Fahrzeug, unglaublich. Ja, dieser hier jetzt neben der auffälligen Farbe und neben dem Muster, natürlich auch mit den M-Performance Parts ausgerüstet. Finde ich vorne auch sehr stimmig mit dem schönen Anbau da rechts, genau, die Kameras sind jetzt links und rechts angebracht statt in der Mitte. Ja, gehen wir mal schnell rum. Also die Felgen, super, echt cool. Ja, Innenraum ist halt auch angepasst an die digitale Zeit. Man sieht zwei fette Bildschirme drin. Oder ist das einer? Ich weiß gar nicht. Ja, ansonsten natürlich die Performance-Sitze. Super schönes Fahrzeug. Gehen wir aber jetzt mal zum Heck und das ist, glaube ich, der größte Knackpunkt. Also wir haben erstmal diesen kleinen Dachkanten-Spoiler. Ja, muss man mögen. Den Heck-Spoiler finde ich eigentlich ganz cool. Der passt zu dem Ganzen. Ja, und der Rest vom Design, der hat sich halt schon stark verändert. Das Heck muss man mögen. Jetzt kommt meine Meinung hier auf jeden Fall ins Spiel. Und ich nenne sie mal die HDMI-Auspuffanlage. Also ich weiß nicht, ob man sich da an Lexus orientieren wollte so ein bisschen. Meins ist es nicht. Ich habe es auch noch nie auf einem Fahrzeug gesehen, was im öffentlichen Straßenverkehr fuhr. Also scheint es den Geschmack dort auch nicht so zu treffen. Wem es gefällt, das freut mich. Ja, allgemein, es gibt Leute, die hassen das Auto. Es gibt Leute, die lieben das Auto. Ich orientiere mich so zwischendrin und suche mir die Dinge, die mir gefallen am Auto. Ja, allgemein ein komplett neues Modell, hier zum ersten Mal live gesehen. Der BMW ist schon allgemein super aufgestellt, wir haben hier den M4 CSL. Aber ich will erstmal noch zum M3 Touring gehen, der auch heiß erwartet wurde. Also der erste richtige M Touring seit sehr, sehr langer Zeit. Ja, da haben wir wieder die Auspuffanlage von den M Performance Parts, aber ansonsten ein super Fahrzeug, wirklich. Der Traum aller Pampers-Bomberfahrer. Ja, es ist wirklich, wirklich geil. Also ein M als Touring. Ich bin sowieso, ich habe mich in den neuen oder in den älteren Dreier, wo schon die Lichter eingeführt wurden, verliebt. Es ist wirklich ein wunderschönes Fahrzeug. Ja, ich finde auch, wo wir jetzt bei dem Thema sind, der M3 Touring, der ist ja auch schon ein bisschen nach dem neuen M4 und M3 gekommen, wo die sehr skurrile Front eingeführt wurde. Ich weiß, auch damals war die Diskussion sehr groß. Auch damals hat es Leute gegeben, die gesagt haben, oh mein Gott, was ist denn das für eine Front? Komplett das Auto zerstört. Ich war anfangs auch skeptisch, ich habe mich gewöhnt an das Design mit der Zeit. Das ist die Frage, ob das beim neuen M2 auch der Fall sein wird, ob da die Leute auch irgendwann sagen, hey, ich habe meine Zeit gebraucht, jetzt finde ich ihn gut. Aber ja, BMW auch hier in Essen mit den ganzen Neuheiten. Es geht jetzt weg. Und jetzt hat die Karotur diese Strecke und das Gefühl, wo ich dann das sieht man gar nicht mal aus, wie man hier drin liegt. Also ich liege wirklich fast komplett drin. Kann gerade so rüberschauen. Sieht vom Frontspoiler gar nichts. Das ist schon echt krass. Ich kann die Pedale gerade erreichen. Ey, das ist Wahnsinn. Die Sitzposition ist Wahnsinn. Das hat nichts mit dem normalen Sitzen im Auto zu tun. Muss ich mal fragen. Chrome Cars Racing, die Firma, die die ganzen Fahrzeuge besitzt und verwaltet bzw. auch eben hier ausstellt in Renneinsätzen. Dann legendär die Formel 1 Fahrzeuge, der
Ascot vom James Hunt, direkt dahinter der McLaren von James Hunt. Und dann haben wir den Crema Racing K3, der 935 B-Turbo Monster. Das ist wirklich, das ist eine Zeitreise in dem Motorsport. Natürlich auch im Rahmen vom Hockenheim Historic beworben, das Ganze hier ein bisschen. Das ist nämlich so das Event, wo ich ja jedes Jahr sehr, sehr gerne hingehe, um die Fahrzeuge da bestaunen zu können, die die letzten Jahrzehnte des Motorsports geprägt haben. Von daher ist es einfach eine Reizüberflutung hier. Man fühlt sich hier direkt wohl. Man ist froh, die ganzen Fahrzeuge zu sehen. Und ja, wenn man sich die legendären Namen hier anschaut, Ronnie Patterson, Gunnar Nielsen, die ganzen Fahrzeuge von Nigel Mansell. Ja, ich hatte das Glück, ich weiß nicht, ob alle, aber zumindest viele von denen, die dieses Jahr beim Bosch Hockenheim Historic in Form und Farbe live zu sehen, wie sie auf der Strecke erfahren. Das ist schon wirklich geil. Aber die hier alle aufgereiht zu sehen, ist auch wirklich sehr, sehr beeindruckend. Gerade zu dem Anlass 50 Jahre John Player Special. Das macht schon echt Eindruck. So, ich befinde mich gerade mitten in der 50 Jahre John Player Special Sonderausstellung. Man sieht Fahrräder, Motorräder, Straßenautos, Formel 1 Fahrzeuge, alles mittendrin. Aber auch diese beiden Fahrzeuge hier, nämlich ein Lotus LMP2 Auto, ein bisschen älter, aber man sieht wirklich einsatzerprobt in der WEC unterwegs gewesen. Krass, also man sieht das Auto schon ein bisschen älter, denn hier ein rundes Lenkrad, heutzutage super unüblich für LMP-Autos. Rush Trans Am Mustang, schön hier vorne die Sidepipes im John Player Special Design, also wirklich selten, dass man hier sowas mal sieht. Ein Fahrzeug hier aus der Trans Am Serie, riesen Lenkrad, simple Sitzschale. Der Rest ist nur noch eine fahrende Hülle, das ist wirklich noch Rennsport, purer alter Rennsport, ohne elektronische Helferlein, das ist schon geil. Direkt von Rennsport der Sprung zur JDM-Szene hier bei Lackers. Da machen wir hier direkt weiter mit dem neuen GR86. Ich habe ihn, glaube ich, in echt noch gar nicht gesehen. Und hier mit dem Anbauteil, mit dem Spoiler, Schmiedfelgen. Das sieht schon sehr geil aus in diesem Olivgrün. Das ist schon sehr cool, muss ich ehrlich sagen. Würdiger Nachfolger, gefällt mir super das Auto. Das ist schon sehr geil. Direkt daneben eine lederne Supra. Das knallt schon sehr gut rein. Also geile Farben hier, die Jungs haben es verstanden. Auch hier schöne Supra an der Wand, Rising Sun Flag. Also die wissen, wie man die JDM-Stimmung, den Vibe hier auf die Messe bringt. Das ist schon saugeil. Was haben wir da? Nicht ein Lexus LFA, zwei. Also das ist ja unglaublich. Der kleine IQ hier im Disco-Modus. Aber Leute, wo kriegt man das Auto schon mal zu sehen? Auf Messen ist das schon selten. Und dann direkt zwei oder eine davon sogar schon zur Hälfte zerteilt. Man sieht hier alles komplett offen. Ein Carbon-Monocoque. Ja, die Takata-Gurte sind halt wirklich der Klassiker. Boah, und dann haben wir hier den 4,8 Liter V10. Also der Sound ist legendär. Das ist mit der beste V10-Sound, den es je in einem Straßenfahrzeug gegeben hat. Leute, ich kann nicht mehr. Es ist Halle 1 und ich breche schon ab. Also ein Stand weiter. Ich zeige es euch mal. Also erstmal haben wir hier den GTA Opal Edition. Eins von drei für den europäischen Markt. Man sieht auch schon, die Lackierung erinnert auch an das Midnight Purple, was man kennt vom Skyline. Wir gehen eins nach rechts, auch sehr cool. One of One, das einzige jemals produzierte T-Spec für den europäischen Markt. Gibt es ja auch in vielen coolen verschiedenen Farben, unter anderem Midnight Purple oder Millennium Jade. Auch sehr cool, der T-Spec. Wir gehen nochmal eins weiter. Hat man hier den GTR SE, eins von sieben EU-Neufahrzeugen, also wirklich selten, sehr selten, viel Carbon, auch sehr cool. Man sieht es jetzt schon in der Kamera, ich breche komplett ab, Leute, ich breche komplett ab. Ich hätte nie gedacht, dass ich sowas jemals in meinem Leben sehen werde. Es ist mein Traumauto, seitdem ich denken kann, in der Spec, wie sie dasteht, also ohne Scheiß. Einfach R34 GTR, V-Spec in Midnight Purple 3. Also, das ist eins von 132 Fahrzeugen. Kommt noch aus der Omori Factory. Hat die Clubman Raceback. Also, das ist noch so das Krönchen obendrauf. Aber alleine ein V-Spec in Midnight Purple 3. Es ist eine Farbe, die es so von Werk gab. Ihr werdet schon sehen, ich laufe hier rum. Ihr seht, Leute, die das Fahrzeug jetzt nicht kennen, wie sich der Perleffekt ändert. Also es ist blau drin, es ist lila drin, es ist orange drin, es ist wirklich alles drin. Direkt daneben,
das nochmal gut als Vergleich. Direkt daneben ein R34 GTR Wiesbeck in Midnight Purple 2. Man sieht auch den Perleffekt, aber hier ist der blaue Ton viel mehr vertreten. Ja, hier haben wir es nochmal, ne? Midnight Purple 2. Auch wunderschön, aber ich finde, die Autos stehen perfekt so nebeneinander, dass man jetzt den Kontrast gut sehen kann. Beziehungsweise den Unterschied. Also, und daneben natürlich auch wunderschön R33 GTR Midnight Purple. Sieht man schon mal des Häufigeren, aber die Farbe macht natürlich noch einen ganz anderen Eindruck, wenn das Auto aufbereitet ist. Unicorn. Das ist einfach Unicorn. Wann sieht man sowas schon mal? In Deutschland, Europa, wann überhaupt auf der Welt? Also, ich brech ab. Ab jetzt kann die Messe nur noch bergab gehen, ich sag's euch. Alle einzeln, ich bin schon durch. Ich habe gesehen, was ich jemals sehen wollte und von daher, ich kann nach Hause gehen. Ey Leute, ich bin fertig. Haben wir einen schönen 325er für die V4-Klasse in der RCM bzw. NLS. Ja, ich muss sagen, in dem Auto sehe ich mich wirklich. Würde ich gerne mal mit einer RCM fahren. Vielleicht kriegen wir es nächstes Jahr hin. Mal schauen. Ein GTM kenne ich, muss ich ehrlich sein, gar nicht. Straßenzugelassen in Deutschland, das muss man auch erstmal hinkriegen. Und man sieht die Sitzposition. Du sitzt komplett in der Mitte. Alter, das ist ja genial. Das ist ja wirklich genial. So, der Motor sitzt hinten. In der Mitte sitzt der Fahrer. Alter, das ist ja wirklich genial. Das ist wirklich ein Mini-Fahrzeug. Es ist super klein. Es ist echt nicht groß. Wow, also das macht Laune. Das muss richtig Laune machen. Alter, das ist ja genial. Das ist wirklich, ich weiß nicht, wie oft ich das gesagt habe, aber das ist wirklich eine kleine Pocket Rocket. Ich weiß zwar nicht, was sie an Leistung hat, aber das sieht ja wirklich stark aus. So, wir sind angekommen am ADAC-Stand. Man sieht über die Jahrzehnte des Motorsports einige Autos ausgestellt. Und bei manchen kann ich auch sagen, dass ich sie schon selber gefahren bin. Den habe ich ja in Oschersleben getestet hier. Der Lifelife Offroad Buggy. Wirklich saucool zu fahren. Wird noch ein Video zu folgen. Klaus Ludwig, der ITC. Mercedes, die C-Klasse, live gehört auch schon, live gesehen, ein Hammer-Sound, wirklich super schnelles Fahrzeug, ich gehe hier einfach im Schnelldurchgang durch. Der Fabia Rally 2 Evo von Philipp Geipel, diesjähriger Meister der deutschen Rallye-Meisterschaft. Das Fahrzeug bin ich auch schon gefahren aus das Leben, Corsa E-Rally Cup Auto. Direkt daneben haben wir wieder eine alte DTM C-Klasse, Tourenwagen-Legenden, ist er noch unterwegs, habe ich dieses Jahr auch schon gesehen, gehört. 2004er Fahrzeug ist wirklich ein Traum. Also das Auto schreit dich wirklich an. Das ist wirklich noch DTM. Das ist wirklich ein Traum. So ein Auto mal zu erleben, ist wirklich ein Privileg. Formel 4 Auto bin ich gerade schon drin gesessen, deswegen im Schnelldurchlauf. Guck mal hier von Marvin Dienst und RKB ist da das Fahrzeug, beziehungsweise das Meisterfahrzeug der diesjährigen Prototype Cup Germany Saison. Das LMP3 Fahrzeug. Einen Up GTI Cup Wagen haben wir auch am Start. Hier der Civic TCR. Da steht mal einfach so auf der Bühne noch der neue M4 GT3. Hier haben wir noch einen Aston GT4. Gucken wir mal, AMG GT3 R8 LMS. Einfach mal so in der Nebenhalle ein Jahres GR und guckt euch diesen Monster Spoiler. Also das ist ja ein BRC Spoiler oder Nachbau. So bestimmt die Straßen zugelassen. Der Bremsleuchte ist auch drin, aber boah, stellt euch mal vor, man dürfte einfach so mit dem über die Straße fahren. Krass. Und wer wäre ich, wenn ich den MX-5 nicht auch mit reinnehmen würde? Einzelstück, also ich weiß gar nicht, welches Kit es hier ist, ob das wirklich eine Spezialanfertigung ist oder was genau. Aber ja, sieht sehr wild aus, auch hier die Lufteinlässe. Krass, wirklich krass. Ja, auch hinten das schöne Speedster, die Speedster-Abdeckung nenne ich sie jetzt mal. Ja, cool. So, gerade am Drift.de Stand gewesen, ein bisschen erkundigt, ein paar Infos reingeholt. Da habe ich nächstes Jahr auch ein bisschen was vor mit dem Mazda, aber wollen wir nicht zu viel verraten oder nicht zu viele Hoffnungen erwecken. Jetzt bin ich hier in der Tunerhalle und es ist ein Paradies. Ich habe den Titel als besten 350Z Soundimitator.
20 Pickup. Man sieht schon den Breitbau, aber haltet euch fest. Einfach eine 2000er Skyline GTR Front, auch bekannt als Hakusoka GTR. Aber jetzt kommt's, es geht weiter. SR20 GET Swap Work Meisterfelgen. Es ist schon so perfekt, das Auto. Also ich habe sonst nicht so viel übrig für Pickups, aber das Auto, es ist einfach geil. Es ist einfach geil. Leute, ist das... Also das muss so einen Spaß machen mit dem Ding. Der hat ja auch laut Datenblatt über 350 PS. Also da geht ordentlich was. Da kann man es auch mal quer treiben lassen. Ein paar Meter weiter, einfach der Knaller hier. Supra MK4 Targa. Guckt euch mal das an. Twin Turbo. Leute, laut Datenblatt macht das Auto 800 PS am Rad auf 98 Oktan. Das ist meine Ansage. Also ich finde der Targa sowieso super geile Optik. Klar, da kommen die Fast and Furious Vibes auf, aber was für ein geiles Auto in dieser Halle. Hier haben wir ein weiteres Highlight, die S15 Super Silhouette von Liberty Walk. Der Umbau ist angelehnt an die Silvia KS110. Das ganze Kit ist auf dieses Rennauto als Hommage angelehnt. Einmal auch als Drifter. Es ist eintragungsfähig. Du kannst so ein Auto zugelassen fahren mit dem Diffusor, mit dem Spoiler, mit dem kompletten Breitbau. Sowas ist in Deutschland undenkbar. Da wirst du zum Startzweit Nummer 1 mit so einem Auto. Guckt euch das an, ey. Das Fitment, einfach alles. Das ist einfach Bombe. Die Halle ist schon krass. Da steht alles rum. Klar, der Fokus bei vielen liegt auch auf Tief und Airride. Heftiger Sturz, aber sag ich mal, ich bin auch ein Fan eher von funktionellem Tuning, aber trotzdem einfach nur beeindruckend, in welchem Zustand die Autos sind, wie das hier aussieht. Und Leute, eine weitere S15 mit fettem Ducktail. Boah, steht einfach mal hier so zwischen den ganzen Fressbuden rum. Und ein weiterer R34 GTR. Also ich glaube, so viele wie heute auf der Messe habe ich noch nie irgendwo gesehen. Ach Leute, ist das schön. Das ist einfach noch schön. So muss das fette Sport, da muss die Faust reinpassen. Ach, einfach geil, einfach geil. So, es gibt so viel noch zu sehen hier auf der Messe. Man sieht, im Hintergrund wird ein bisschen Simulator gefahren. Hier beginnt gleich Mario Kart Rennen. Also du kannst wirklich so viel hier machen, aber ich muss die anderen Hallen mal noch durchstöbern. So viel Zeit in Halle 1 verbracht, weil da einfach so viele Kracher waren. Aber ja, jetzt halten wir uns ran, bis 18 Uhr haben wir noch Zeit. Oh, guckt euch das an. VW Jetta MK3 aus Fast and Furious, gefahren von Jesse im Film. Es ist nicht das Originalfahrzeug, es ist ein Replika-Nachbau, aber sieht doch trotzdem Hammer aus. Interieur, schön die Zusatzanzeige und NOS-Knöpfe, ein Haufen Unterschriften auf dem Armaturenbrett. Gehen wir rein. Fette NOS-Flasche hinten drin. Geil. Also sau cool. Das weckt wirklich Erinnerungen und Nostalgie-Momente. Ich habe die Filme so oft gesehen, habe sie verschlungen. Den Jetta fand ich auch immer cool. Sehr cool, dass da auch ein deutsches Auto mal eine Besetzung gefunden hat. Ja. Am Stand von JP Performance angekommen. Da sehen wir den R8 mit dem wohl markantesten Innenraum. Das muss man schon echt mögen, aber ich bin nicht wegen dem R8 hier, sondern wegen seinem neuen R34 GTR V-Spec. Guckt ihn euch an. Wir haben heute schon den einen oder anderen gesehen. Aber erstens kann man sich daran nicht satt sehen. Zweitens haben wir noch keine Bayside Blue gesehen. Was würde ich sagen, mit die bekannteste Farbe ist vom R34 GTR. Der steht so clean da. Da kommt die Farbe auch richtig schön raus. Ich kann es nicht oft genug sagen. Einfach ein Traum, dieses Auto. Egal in welcher Farbe. Daneben der 355. Also krasseren Kontrast gibt es glaube ich nicht. Aber ja, stehen beide wie geleckt da. Ein weiterer Skyline. Ein weiterer Traum. Habe ich jetzt gerade entdeckt. Supra MK4. Ach, ich kann es euch sagen. Es sind so viele Autos in Masse. Träume, ich sag's einfach, es ist hier eine Traumreise. Kurz ein bisschen Pause machen zwischen dem Formel 1 Auto, dem MotoGP Bike und dem WRC Polo. Ja.
das Weltmeisterauto von Max Verstappen. Steht einfach so herum. Ich weiß nicht, ob es wirklich das Originale ist oder ein Demo-Car. Aber auf jeden Fall sieht man hier in Persona, wie mächtig das Ding ist. Also die Autos sind so riesig geworden über die Zeit. Das ist wirklich unglaublich. Wir sitzen da drin. Ja, das ist schon enorm. Auch hier die Bodenplatte. Also die Fahrzeuge haben sich so verändert über die Jahre, über die Jahrzehnte. Das ist schon unglaublich. Halle 1, hier kommen die Klassiker unter den Hammer. So beeindruckend, was hier alles steht. Da ist wirklich für jeden was dabei. Da würde man sich einfach mal wünschen, gib mir Budget X und ich gehe hier mal eine Runde shoppen. Der Porsche 908 Langheck, seltenes Auto auch. Direkt daneben einfach mal ein Geballer, Avalanche. Und dann haben wir den Lancia Delta Integrale Group A in der Martini-Lackierung. Also, Leute, von Holzer Motorsport. Also auch hier in der Halle komplette Reizüberflutung. Aber verrückt, da steht dann hier 56318 Ti. Direkt neben einem E-Type. Und hier haben wir den Stand von SIA, der mal wieder komplett alles sprengt. 300 SL. Auf der Drehplatte den AMG GT Black Series haben wir auf der anderen Seite gesehen. Und jetzt haben wir hier den SLS neben dem CCXR Königseck. Also das ist brutal. Ja, Super und Hypercars, das ist ja jetzt nicht so mein Spezialgebiet. Da kann der gute Dustin euch mehr dazu sagen, der sich gerade da hinten aufhält. Wie fühlt sich das jetzt so an, auf der anderen Seite von diesem Band zu sein? So? Ein 956. Oh, Leute, das waren noch die heftigen Zeiten. Die 80er, von manchen auch als goldene Zeit des Motorsports bezeichnet. Formel 1, Gruppe C, IndyCar, Deutsche Rennsportmeisterschaft. Eigentlich alles zu der Zeit war wirklich am technischen Peak. Um die Ecke gelaufen, da stehen die ganzen G63. Also es gibt im Moment, glaube ich, kaum ein Fahrzeug, was so begehrt und so nachgefragt ist wie der G63. Teilweise über Liste werden die verkauft. Das ist schon wirklich brutal, was da mit den Fahrzeugen los ist. Da auch wieder drei Stück, sogar ein Brabus. Ja, das ist schon wirklich brutal. Ja, da steht ja auch noch einer, habe ich übersehen. Der Rallye-Traum, gefahren von Walter Röhrl, Christian Geisdörfer. Der Audi Quattro A2. Ah, Leute, ey, das ist wirklich brutal. Das ist wirklich brutal, was hier einfach rumsteht nebeneinander. Man kann die einzelnen Fahrzeuge an sich gar nicht so einfangen, weil es einfach die Dichte an Autos ist, die sich hier tummelt. Da habe ich mich schon von Beginn an gefreut, weil natürlich neben den ganzen Motorsport-Highlights und JDM-Autos ist es halt auch immer beeindruckend, was hier rumsteht, was man hier sehen kann auf den Raum, modern, alt, modern, klassisch. Das ist schon echt cool. Das Glücksrad hat entschieden. Ich habe ihn bekommen. Den NSX, man kennt ja das legendäre Bild von dem an der Tankstelle. Ich blende es gerade mal ein. UFO Garage. Leute, die Optik Shepard mit dem Heckflügel. Das ist wirklich so clean. Das ist schon wirklich ein Träumchen. Wow. Direkt daneben und da fangen dann auch schon die Breitbauten an. Haben wir den BRX STI in Gelb, gar nicht mal so oft gesehen. Super geil, gefällt mir echt gut. Boah, Lexus RCF. Also Farbe ist geil, der Heckflügel ist ja brutal. Hinten zweigeteilt, beziehungsweise nur verbunden hier durch das kleine X. Boah, also. Und es geht den kompletten Stand weiter. Das ist hier der Skyline FRS vom Alex. Richtig cool. Frische Farbe drauf, beziehungsweise Folie. Oh, der Ölkühler da draußen, das ist schon eine geile Optik. Und natürlich, das Beste kommt zum Schluss. Der RX-7 FD. Wow. Wunderschöne Fahrzeuge, einfach hier nebenbei in der Halle 2. Aber es geht genauso wild weiter, Leute. Guckt euch das an. Silvia S15. Direkt daneben Supra MK4 in Grün. R34 25 GT. Ein weiterer GTR.
Oh, schön im Artwand-Design. Ach Leute, ist das schön hier zu sein. Ist das schön hier zu sein, das glaubt ihr mir nicht. Ach Leute, egal wo man sich hindreht. Automobile Highlights, das haben wir hier einfach eine Viper. Ich einen alten Formel Renault. Altes Formel 3 Auto, auch in lila, saugeile Farbkombi. Es ist einfach so cool, wieder hier zu sein. Ich habe schon fast einen Nervenzusammenbruch bekommen. Ich habe gedacht, jetzt sehen wir hier den 400R-Sticker. Ein schöner R33 GTST. Finde ich auch sehr cool, dieses Badge. Steht schön da. In weiß auch sehr schön. Ich bin zwar kein Fan der schlichten Farben bei so besonderen Autos, aber in weiß auch wirklich ein Hingucker. Ich bin ja auch ein begnadeter, leidenschaftlicher JDM Hot Wheels Jäger. Also immer, wenn ich mal irgendwie durch einen Aldi laufe und irgendwo was sehe im Großregal, dann gucke ich mal, ob ich irgendein Auto finde, was ich noch nicht daheim habe. Ja, die Suche wird mir hier erspart. Also da ist wirklich so viel vorhanden. Ich glaube, das Regal da vorne ist alles JDM. Da muss ich gar nicht lange suchen. Könnte heute ein bisschen teuer werden. Ich versuche mich zurückzuhalten. So, ich wurde fündig. Ich habe mich für den MX-5 NA entschieden. Nämlich den Mad Mike Widdit für seinen Sohn gebaut hat. Cooler Fund auf jeden Fall, sehr speziell. Ich habe mich versucht zurückzuhalten, hätte mich da auch tot kaufen können, aber damit bin ich happy. So, das war die erste Motorshow 2022. Ich glaube, es gibt keinen besseren Ort, das Video abzuschließen, als hier bei den Unicorns. Also ich bin immer noch, ich könnte noch Stunden verbringen, ich muss da erstmal drauf klarkommen und das verarbeiten. Geiler Tag, also ich muss sagen, auch wenn die Menge an Autos vielleicht ein bisschen weniger wurde über die Jahre, die Qualität ist immer gestiegen, was wir heute alles gesehen haben, das ist, ja, kann man kaum Worte fassen. So viele tolle Autos, für jeden was dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.